Vom 23. bis zum 26. Oktober dieses Jahres wurde in Alma-Ata das zweite Unionsfestival der deutschen Kultur und Kunst durchgeführt, organisiert vom Deutschen Schauspieltheater Alma-Ata. Eine Freude für die Zuschauer und Laienkünstler. Aus dem Dorf Novo-Osimgard, was im Nordkasachstan liegt, kam unsere nächste Gruppe Hoffnung mit dem Lied Hefeklöß mit Kraut. Die Gruppe Hoffnung aus Nowo-Osimgard, Gebiet Nordkasachstan. Eine Gruppe, die wie auch die anderen Volkslieder singt, singt schöne deutsche Volkslieder. Ich hätte so ein paar Fragen an die Leiter dieser Gesangsgruppe, an die Teilnehmer dieser Gesangsgruppe. Ja, bitteschön. Also, wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Gesangsgruppe zu gründen? Nun, diese Idee, die lebt ja schon lange in meinem Herzen. Vor allem, ich habe das Ensemble Ehrengold gesehen, ja, und da entwickelte in mich der Wunsch, solch eine Gruppe, vielleicht nicht solch eine, aber doch Deutsch zu singen. Und einmal sangen wir mit Valodja, das war so unerhofft, das Programm war kurz. Entschuldigung, wer ist Valodja? Valodja Esmann, das ist unser Musikleiter. Aha, so. ja. Mit ihm. Das Programm war ganz kurz. Und was sollen wir noch singen? Dann schlug ich ihm vor, Valodja, wollen wir das Lied singen? Und wenn der Topf ein Loch hat, er sagt, ja, das ist ja aber schwer, ich lerne es nicht. Ding, ja. Und dann war es sehr schnell fertig, dieses Lied. Die Worte meine ich. Wir haben etwas daran gearbeitet und den Mädchen hat es gefallen. Gut, es hat ja. ihnen sehr gefallen. Ist Ihre Gruppe im Dorf populär? Ja. Ja. Ich muss sagen, unseren Leuten gefällt es sehr, wenn wir Deutsch singen.